Hey Leute und herzlich willkommen zu Movie MHD. Heute gucken wir den 1990er Turtles, der Film. Ja, was soll ich sagen? Ich war ein riesen Turtles-Fan als Kind, vermutlich auch immer noch jetzt, wenn ich die neuen beiden Filme eher so semi finde. Aber die habe ich wirklich geliebt, ich habe die Zeichentrickserie geliebt. Turtles haben mich dazu geführt, dass ich mindestens einmal die Woche Pizza esse. Ich bin im Kindergarten als Donatello zum Fasching gegangen. Also, yeah, Turtles sind mein Ding. Hab den schon eine Weile nicht mehr geguckt. Und ich bin gespannt, ob er, so wie wir das hier kicken, immer noch gut ist. Ja, das war's. Los geht's. Dann fertig sind wir mit dem 1990er Teenage Mutant Ninja Turtles. Und was soll ich sagen? Ich fand ihn als Kind besser, weil also auf dieser DVD müsst ihr dazu wissen, ist die ungekürzte 12er Fassung des Films drauf, weil der war in Deutschland früher tatsächlich gekürzt. Der Film an einigen Stellen, hauptsächlich wo es um die Nunchakos ging oder Gewalt. Auch Shredder stirbt ein kleines bisschen anders als in der anderen Fassung, weil da läuft er einfach bloß los und dann ist er tot. Das war da schon blöd, deswegen ist es die ungekürzte. Da sind dann teilweise auch Stellen, die einfach im Englischen geblieben sind. Aber damals schon, um den Film in Deutschland zu entschärfen, haben die nämlich eine Sache gemacht, die total nervig ist. Und zwar, die haben in den ganzen Action-Sequenzen, das fühlte sich an wie Batman 66, diese ganzen Soundeffekte, die da wirklich nur in die deutsche Tonspur eingefügt wurden. Also wenn ihr den Film irgendwo mal sehen könnt, guckt ihn euch in der englischen Fassung an. Die sind wahnsinnig nervig und teilweise so unpassend. Es gibt dann Szenen, die haben dramatische Musik, das Haus brennt, Raphael ist fast tot und Hunde und Katze leben miteinander und... Und im Hintergrund kommt diese ganze wie ein Tex Avery Cartoon. Das ist, wer auch immer auf diese Idee kam. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob an einigen Stellen mal wieder so dieses typische war, was deutsche Synchronleute gerne machen, an Texte einfügen, wo keine sind. Also beste Beispiel, guckt euch mal hier von Star Trek die Originalserie. Einfach mal die englische Tonspur an und dann guckt euch mal die deutsche an von einer Folge und dann stellt ihr fest, was haben die denn da gemacht? Und das kam mir hier auch an einigen Stellen so vor, als wenn Texte hinkamen, wo keine waren. Was aber ganz verdammt cool war und den Film wahrscheinlich auch weiterhin einen Platz in meinem Herzen geben wird, sind die Turtles selbst und Splinter. Sie sahen scheiße geil aus. Also sie sahen top aus. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, die DVD-Fassung auf 55 Zoll geguckt und was man da wirklich sehr häufig gesehen hat, ist der Ansatz vom Anzug, aber das ist Nitpicking, ganz ehrlich. Drauf geschissen, die sahen wirklich toll aus und haben auch prima geschauspielert. Sehr viel besser, als es die neuen machen würden. Die sind halt nicht wirklich da und wenn wir natürlich sowohl bei den Turtles als auch bei den Turtles wissen, sie sind nicht echt. Spielen sie besser und sie gehören halt mehr ins Bild, weil CGI ein, man wird es immer sehen. Momentan. Sie spielen hervorragend. Tatsächlich fand ich Splinter noch ein Stück besser aussehend als die Turtles selbst. Es war krass gut. Also wirklich. Was dann aber wieder ein Problem war, der Film hat teilweise echt böse Längen gehabt und insgesamt, also er ging nur 90 Minuten, hätten dem aber 10 Minuten weniger ganz gut gestanden. Also es. Die hätten da so Kleinigkeiten rausnehmen können, um ein bisschen das Pacing zu verbessern. Diese ganze Geschichte mit Danny, boah, die war irgendwie sehr überflüssig und so, die hätte man anders machen können, ob das da rein musste. Ich weiß es nicht. Ja, von den Schauspielern, ja, Judith Hoek spielt halt, oder Hoek, wie auch immer, spielt halt April O'Neil und Elias. Wie hieß er denn?
ne? Der Terminator-Doktor-Mensch-Kram-Typ spielt halt Casey Jones. Der ist auch der Einzige, der auch für Turtles 3 zurückkommt. April O'Neil wird ja schon im zweiten Teil ersetzt. Casey Jones, ja, der spielt ihn ganz prima. Kotas? Elias Kotas? Irgendwie sowas in der Richtung, ja? Und ja. Also wir geben ihn deswegen, ich weiß nicht, irgendwo zwischen abgelaufen und abgelaufen garantiert. Ich bin mir recht unschlüssig. Ja. Was sagt ihr zu den Turtles? Welche Zeichentrickserie ist eure Lieblingsserie? Welcher von den Turtles ist euer Lieblings-Turtles? Ist es vielleicht sogar von der Live-Action-Fernsehserie die Schwester von den Turtles, Venus? Oder wer ist es und welcher ist euer Lieblingsfilm? Wie kacke sahen die Turtles in Teil 3 aus? Erzählt das, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da und werdet damit Zelliasten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.